Es ist morgens um 5, du hast Dienst auf deinem Rettungswagen und bist schon die ganze Nacht durchgefahren. Demzufolge bist du natürlich schon ziemlich kaputt. Dann wirst du zu einem Notfalleinsatz gerufen und in der Notfallmeldung steht schlechter AZ, also schlechter Allgemeinzustand. Naja, du donnerst dann mit Blaulicht da morgens um 5 zum Einsatzort. Dann musst du hoch in den dritten Stock laufen, kein Fahrstuhl vorhanden und klingelst. Es öffnet dir ein Mann und der völlig in Aufruhr gewesen ist und sagt: Oh, super, dass Sie da sind. Kommen Sie ganz schnell zu meiner Frau, mit der stimmt irgendetwas nicht. So, wir dann natürlich rein. Mein Kollege und ich waren innerlich schon voll darauf vorbereitet. Jetzt kann bestimmt der härteste Einsatz kommen hier als Herzinfarkt oder eine beginnende Reanimation oder wie auch immer. Gehen dann in die Wohnstube, ja, von dem Pärchen, waren ältere Herrschaften. Komm da rein, ich war Einsatzleiter, gehe als erstes da rein und sehe, wie die Dame des Hauses mitten im Raum steht und zum Fernseher schaut. Völlig apathisch. Ich gehe dann hin und sage: Mensch, gute Frau, was ist denn los mit Ihnen? Und dann guckt sie mich an, guckt mir so in die Augen und sagt: Sehen Sie das etwa nicht? Ich sage: Was soll ich denn sehen? Und dann sagt sie: Gucken Sie mal, ich habe rote Augen. Okay, sage ich, und warum sind wir jetzt hier? Weil ich rote Augen habe. Ich weiß gar nicht, warum ich rote Augen habe. Wusa. Ich wurde etwas ruhiger und fragte sie: Na, gute Dame, seit wann sind wir denn schon wach? Seit gestern Morgen um 4 schon. Okay, soll ich Ihnen etwas sagen? Ich bin die ganze Nacht schon mit meinem Rettungswagen unterwegs. Und gucken Sie mal, ich habe auch rote Augen, weil ich völlig übermüdet bin. Also legen Sie sich ins Bett. Naja, und was soll ich sagen? Der Gang ins Bett hat der Dame geholfen. Sie war mit einmal spontan wieder geheilt und ich durfte dann meine roten Augen nach meinem Feierabend morgens um 7, dann quasi nach einer Stunde Heimfahrt, zu Hause dann auch. Da krieg ich so einen Blutdruck, doch.